Tschüss, Oma. Jo Leute, was geht? Chef Strobe ist hier am Start mit einem neuen Video. Heute geht es darum, das wurde auch öfter in den Kommentaren gefragt, weil dieses Deck extrem stark ist und seit sehr oft gespielt wird, natürlich das 2,6 Elixier-Deck mit dem Schweinereiter. Das Hawk-Cycle-Deck wird mit der Kanone gespielt, mit dem Ritter, mit dem Eisgolem, mit dem Tornado, wie ihr es hier gleich gerade doppelt seht. Ich will euch natürlich zeigen, wie man dagegen vorgeht mit meinem Packer-Deck. Ihr müsst wissen, dieses Deck ist eher ein Konterdeck zu meinem Deck, finde ich jetzt. Weil ich habe eigentlich theoretisch nur eine Karte, die wirklich krassen Single-Damage macht, und das ist der Packer. Und der kostet aber 7 Elixier. Und wenn die mich outcyclen, finde ich, hat der Gegner ein leichtes Spiel. Vor allem, ich will mit meinem Schweinereiter den Haupt-Damage machen. Und wenn er den Tornado hat, kann er den ganz easy in den Turm ziehen und hat da auf jeden Fall einen Vorteil. Ich will euch mal zeigen, wie ich das spiele. Gebe euch da wieder so ein bisschen Tipps, dass ihr da wieder drauf klarkommt. Ich würde sagen, wir fangen da einfach an. Ihr müsst wissen, an diesem Deck ist es halt das Gefährliche, dass euch der Gegner versucht outzucyclen. Mit dem Tornado kann er halt easy gegen andere Schweinereiter-Decks einfach den Schweinereiter in den Turm ziehen. Da habt ihr es auf jeden Fall extrem schwer, dann gegen so ein Deck zu spielen. Oma, tschüss. Tschüss, Oma. Sehr schön. Und dann kommt meine Oma einfach noch ins Bild. Vielleicht ist das drin. Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Und da kommt der Feuerball, da wusste ich schon mal, okay, ich habe einen kleinen Elixier-Vorteil, deswegen place ich jetzt meine Bogenschützen und gleich den Schweinereiter, und da habe ich mir schon gedacht, okay, wenn ich jetzt noch den Ritter sehe, das ist das Hawk-Cycle-Deck. Ihr seht, ich kriege nur einen Hit raus und bin jetzt schon mal, ja, gefragt, weil jetzt wird er gleich den Schweinereiter-Push starten. Das ist das Thema wieder, wisst oder kennt die Decks eures Gegners. Ich wusste, er kommt jetzt hier mit dem Schweinereiter, und dem Eisgeist. Ich setze jetzt die Skelette, um den Eisgeist zu tanken, und natürlich meinen Packer, um den Single-Target-Damage hier auszuteilen. Schweinereiter kriegt trotzdem zwei Hits raus. Ich werde jetzt hier den Packer mit dem Babydrachen backuppen, weil ihr wollt eigentlich so viel Pressure wie möglich auf den Gegner ausüben. Da der Gegner ein billiges Deck hat, und ihr versucht ihn einfach immer seine ganzen Karten der Defensive rauszulocken und die auch so gut zu schwächen, dass er mit dem Schweinereiter einfach kein Front-Up eher mehr hat, weil das Backup ist ja eigentlich theoretisch der Schweinereiter. Jetzt muss er nämlich noch seinen Ritter hier einsetzen und ich kriege trotzdem Damage raus. Mein Babydrache ist außerhalb der Rage vom Turm, das ist auch extrem wichtig, und wir können hier nochmal Damage dealen. Und da ich jetzt ja weiß, dass er den Feuerball hat, setze ich jetzt die Bogenschützen links ans Eck, werdet ihr gleich sehen, und in die Mitte setze ich den Grabstein, dass er nicht beides mit dem Feuerball killen kann, und so wird er, glaube ich, nur... Hat nicht mal einen Hit rausbekommen. Ich bin im Elixier-Vorteil. Sein Kampfwort hat ihm nichts gebracht. Und wie gesagt, er hat eigentlich schon einen Schweinereiter als Damage-Value. Was jetzt halt ganz gefährlich ist bei mir, wenn ich jetzt zum Beispiel hier den Packer setze. Ich habe jetzt halt gut Elixier getradet und die haben viel Elixier. Machen die meistens einen Push auf der anderen Seite. Und ich kann ihn eigentlich fast nicht verteidigen mit Ritter, Eisgeist und Schweinereiter. Hat er jetzt nicht gemacht. Er kommt mir entgegen. Ist auch für mich entgegenkommend eigentlich. Und jetzt macht er gleich, glaube ich, einen Fehler, weil er gleich einen Tornado einsetzt. Das macht eigentlich wenig Sinn, finde ich. Der Tornado macht extrem wenig Sinn. Ich kann jetzt hier einfach easy durchpushen, kann hier nochmal einen Zap spielen. Er setzt nochmal einen Tornado, auch wieder fraglich. Und ich kann jetzt einfach immer ganz chillig durchcyclen. Er versucht jetzt hier auf der anderen Seite durchzugehen, was an sich auch nicht viel Sinn macht eigentlich, weil ich halt meiste Zeit in Elixier-Vorsprung bin. Weil auch wenn ihr Spells habt, müsst ihr ja auch den Gegner irgendwie ausbluten lassen, weil der eigentlich ganz schwer in den Turm kommt, weil, wie gesagt, sein Deck so billig ist. Ist halt auch eine Möglichkeit, weil, wie gesagt, anders geht das nicht, aber ihr seht es, es geht schon anders, aber ich habe jetzt auch, glaube ich, 3-4 Mal den Poison durchgecycelt, weil er einfach so ein billiges Deck hat und immer so billig verteidigen kann. Ihr müsst, wie gesagt, immer pressuren, sonst hat der Gegner eigentlich immer einen krassen Vorteil. Ich habe, wie gesagt, nur den Packer, wenn er mich outcycelt, hat er eigentlich einen extrem krassen Vorteil. Ich würde sagen, wir springen gleich nochmal ins nächste Game, dass ihr das nochmal sehen könnt. Und dann nochmal ein anderes, wo ich eigentlich perfekt gespielt habe und der Gegner dann gar keine Antwort mehr hatte. Bis gleich. So, hier sind wir im nächsten Game. Es ist wieder das gleiche Deck wie gerade eben. Und ich habe euch ja, wie gesagt, ihr müsst immer versuchen, Druck zu machen. Ich habe jetzt hier den Vorteil, dass dein Schweinereiter nur Level 10 ist. Ich bin halt Level 13er. Und er will jetzt hier gleich den Hawk Offroad Jump starten. Ich werde das beantworten. Hiermit, ich wusste nicht, ob er einen Zap hat. Und jetzt kommt eigentlich eine ganz wichtige Sache. Ich habe jetzt hier 2, 4, 6, 8 Skelette. 8 Skelette und habe 8 Elixier, genauso wie er. Und werde jetzt hier meinen Schweinereiter-Push starten. Er will jetzt gleich nur sein Tornado aktivieren. Und da werden wir noch Skelette überleben. Und guck mal, wie viel Damage dieser eine Skeletter gemacht hat. Das ist echt extrem krass. Ich wusste, okay, er spielt wieder hier Hawk Cycle.
Werde jetzt auf der anderen Seite mit dem Packer natürlich antworten. Und jetzt hat er zwei Lanes, die er verteidigen muss. Ihr seht, er hat schon wieder 8 Elixier. Ich werde jetzt hier wieder rechts den Poison Spell draufhauen. Oder ne, werde ich noch nicht. Sorry, werde ich noch nicht. Das ist eine falsche Information. Aber hier jetzt nochmal ein Zap. Und ihr seht das, er muss das nochmal richtig krass verteidigen. Und mein Packer kriegt trotzdem einen Hit raus. Den Schweinereiter setze ich jetzt nicht, da er nämlich einen Tornado hat und billig meinen Schweinereiter verteidigen kann, werde ich das jetzt ein bisschen chilliger angehen natürlich. Und ja, setzt ein ganz starkes Musketier. Ich werde das gleich nochmal, er wird meinen Baby da Raum bekommen. Ich bin aber wieder im Elixier-Vorsprung, warte bis jetzt sein Musketier das kaputt gemacht hat. Kann jetzt die Bogenschützen setzen. Er will jetzt nochmal den Ritter setzen, dass ich nicht Damage machen kann. Natürlich wird er jetzt gleich wieder pushen. Da kommt mein Packer mit einem Zap. Ich glaube, der Schweinereiter kriegt nur einen Hit raus. Ja, sehr schön. Und jetzt werfe ich hier den ersten Poison wieder. Kann jetzt hier ganz, ganz, ganz krass meine Offensive starten. Da zappe ich jetzt nochmal. Und dann ist das eigentlich schon so gut wie gelaufen. Also ihr seht das. Das Match habe ich gewonnen. Werde ich jetzt noch nichts mehr, soweit ich das ranlassen. Jetzt seht ihr das. Ich habe den Packer zu früh gesetzt. Er will jetzt auf der anderen Seite kommen. Aber das wird ja auch nicht mehr holen mit einem Packer Level 10. Und dann ist das Ding jetzt durch. Nur noch ein Poison Spell. Und ein Zap. Und dann war's das. Eigentlich eine ganz geile Sache. Ich zeige jetzt auch nochmal das andere Match, wo der Gegner einfach aufgehört hat dann zu spielen, wenn er es ganz gut spielt. Mit der Kanone wird es gar nicht mehr so oft gespielt, weil der Tornado doch effektiver ist als die Kanone. Haben viele Leute jetzt einfach gemerkt. Ich weiß, also viele Leute spielen ja dieses Deck nicht. Viele sagen ja auch, dass das Deck nicht in die Meta passt. Mir gefällt es, mir macht Spaß. Wenn ihr nur ein Single Target Damage habt, schaut, dass ihr immer auf den cyclen könnt, wenn der Gegner diesen Hawk Push starten will. Weil sie werden oft mit Zap und Kampfwort spielen oder Feuerball und Zap oder Eisgeist. Da bringt eine Skarmi wenig, eine Kobold Gang geht auch schnell down. Da müsst ihr echt aufpassen, auch nur mit einer Lakaienhorde, weil sie ja Feuerball spielen oder Zap und Eisgeist und so weiter und so fort. Jetzt seht ihr auch gleich am Anfang, er muss gleich mal eine Kanone spielen und einen Ritter. Das mache ich meistens gleich mal mit einem Hawk, einfach mich ranzutasten, um zu sehen, was der Gegner spielt. Ich wusste, okay, er spielt hier wieder das Cycle Deck, das war klar. Jetzt habe ich keine gute Starterhand, ich kann nur die Skelette setzen und das hier. Jetzt kommt ein Kampfholz und ein Feuerball. Hat er richtig gut gespielt. Und ich dachte schon, okay, sieht gar nicht gut aus. Sieht gar nicht gut aus für den Chef. Aber ich wusste gut, er hat nicht mehr viel Elixier. Kann das nicht so krass verteidigen. Da gibt es nochmal einen Zap. Und die Skelette kommen auch viel zu früh. Und ich kann hier richtig, richtig krassen Damage stehen. Man muss auch wieder sagen, der Gegner ist nur Level 12. Aber man sieht einfach mal, wie stark dieses Deck ist. Weil das war noch zur alten Season. Und ich war da bei 5600 Trophäen, glaube ich. Oder 700. Und jetzt kommt halt wieder die Sache. Die Gegner wissen meistens nicht, dass ich einen Packer spiele. Wenn ihr Single Target Damage habt, versucht so lange wie möglich diese Karte zu verstecken, weil der Gegner dann einfach blind in eure Defensive reinrennt. Jetzt kann ich den Packer setzen mit dem Grabstein und der Gegner weiß einfach, okay, jetzt kommt noch ein ganz krasser Push auf mich zu. Ich habe nur 4 Elixier und ich glaube, das verteidigt er auch dann gar nicht mehr, soweit ich weiß. Ich habe eigentlich nur gewartet, ob er irgendwas setzt. Ich habe gemerkt, okay, er hat aufgegeben. Und dann war es das auch. Also wie gesagt, wenn ihr das ganz gut runterspielt und der Gegner einfach das ist mit so einem krassen Push und überwältigt ihn so hart. Er hat ja noch 4 Elixier gehabt, eine Kanone hat ihm nicht viel gebracht. Ich habe noch einen Babydrache hinterher gesetzt oder Poison. Und dann war es das auch. Also gegen 2 6er Elixier, wie gesagt, immer Druck machen. Schaut, dass ihr eure Trumpfkarte immer als letzte Karte ausspielt. Wenn ihr den Tornado hat mit einem Schweinereiter, müsst ihr echt aufpassen. Guckt, dass ihr da irgendeine Karte davor bekommt. Vielleicht spielt ihr riese Schweinereiter oder so. Mit einem einzigen Schweinereiter wird es halt extrem schwer. Dann spielt halt eher auf Unschieden, wenn ihr merkt, ihr kommt nicht durch seine Defensive und verteidigt einfach nur seine Sachen. Und da können wir nochmal, glaube ich, gucken. Ich werde auch einfach mein Deck kopieren. Da seht ihr mal. Chefs Deck wird langsam angenommen. Ich bin mal gespannt, ob das Deck vielleicht irgendwann mal in die Meta kommt. Das war auch kein schlechter Spieler. Ich habe da 195.000 Karten gewonnen. 96.000. Das ist halt schon ein ganz krasses Brett. Ja, wie gesagt, so würde ich euch raten zu spielen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Ich habe noch gesehen, ihr wollt das Hawk Lockbait oder Zapbait. Kann ich auch nochmal schauen, ob ich dazu einen Guide rausbekomme. Ist auch ein extrem schweres Deck. Kann man gewinnen. Ist extrem schwer, darf man sich echt keine Fehler erlauben, sonst wird man sofort bestraft. Jetzt nochmal immer am Ende immer Zusammenfassung, wenn ihr gegen 2-6 spielt, kennt das Deck eures Gegners, wenn ihr merkt, das ist das Deck, schaut, dass ihr eher von der Defensive in die Offensive schaltet, nicht von der Offensive in die Defensive, das ist richtig schwer mit anderen Decks. Wenn ihr einen Tornado habt und ihr nur einen Schweinereiter, wird es eher schwierig, schaut, dass ihr vielleicht den Tornado irgendwie rausgebaitet bekommt mit anderen Karten, wenn nicht, dann müsst ihr halt eher auf Unschieden spielen oder vielleicht macht ihr so einen krassen Push, dass das noch irgendwie klar geht. Wirft eure Zauber auf das Musketier, das macht extrem viel Sinn. 4 gegen 4 Elixier zu traden mit einem Feuerball oder Poison macht viel Sinn. Oder der Lightning, wenn vielleicht der Ritter, Schweinereiter und das Musketier kommen, wer weiß, oder die Kanone. Ein Lightning ist auch extrem stark gegen dieses Deck, ist auch glaube ich so die Konterkarte dagegen. Und sonst würde ich euch einfach raten,
Spielt, ihr werdet das Deck kennenlernen und ich habe jetzt schon so oft gespielt, ihr habt gesehen, ich bin dagegen langsam eingespielt. Auch mit einem Deck, was mich eigentlich kontert. Wie gesagt, der Packer ist zwar ein Hardcounter gegen den Schweinereiter, aber ich habe den ja nur einmal und das sind 7 Elixier. Und wenn der Ritter tankt, ist das auch extrem schwer zu spielen. Gut. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wenn ihr noch andere Decks sehen wollt, vielleicht auch mal zum, die ich spielen soll oder die ich kontern soll, schreibt es mir in die Kommentare. Wenn ihr zu irgendwelchen Karten Fragen habt, ich mache gerne Guides, ich will euch gerne weiterhelfen, ich will, dass ihr besser werdet in Clash Royale, ich will, dass ihr jedem meiner Zuschauer mal die 5000 Trophäen knackt, sei es free to play, sei es pay to win, wir wissen es ja nicht. Ja, lasst ein Abo da, lasst ein Like da, ich würde mich sehr freuen und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im nächsten Stream. Haut da rein, euer Chef.